Der Weihnachtstraum. Nach der Mittagsmette strebte der junge Busert nach Hause, um ausgeruht zu sein für das Hirtenamt am folgenden Morgen. Er hatte von jeher einen guten Schlaf und in wenigen Minuten verlangte die gesunde Jugend ihre Gebühr. Er war kaum eingeschlafen. Es war zwischen 2 und 3 in der heiligen Nacht, als er gar seltsam geweckt wurde. Ein Jüngling im wallenden blauen Gewande berührte seine Schulter und sagte: Steh auf, du sollst in dieser heiligen Nacht noch große Freude bereiten. Du sollst noch vor 3 Uhr die Engelsmesse lesen in einem großen Heiligtume. Was sprichst du da? Das kann ich ja nicht. Ich bin noch nicht zum Priester geweiht. Eben darum. Du sollst in dieser hochheiligen Nacht zum Priester geweiht werden. Kleide dich an und bereite dich vor. Welche Worte? Aber der junge Mann zögerte und sagte: In wessen Namen kommst du denn? Wer hat dich geschickt? Wie bist du überhaupt hier hereingekommen, guter Freund? Dein Antlitz kommt mir bekannt vor. Ich habe dich schon öfters gesehen. Doch ich kenne deinen Namen nicht. Ich komme im Namen des Kindleins von Bethlehem und ich bin dein Führer von Jugend an und will dich in dieser hochheiligen Nacht um Ziele deiner Sehnsucht führen. Mein Führer, der junge Busert, betrachtete die Gestalt näher. Sie trug auf ihrer Stirn ein leuchtendes Kreuz. Seine Augen waren wie Engelsaugen. Seine Nähe bereitete nicht Furcht noch Schrecken, sondern übergroße Freude. Zuletzt sah er, dass der Glanz seines Antlitzes das ganze Zimmer erhellte. In diesem Lichte, ohne irdische Beleuchtung, erhob sich der junge Herr und war in wenigen Minuten reisefertig. Nun, mein Führer, noch nie gesehen, doch immer gefühlt, was du tust, das soll mir recht sein. Josef wusste nicht, wie ihm geschah. Er fühlte sich plötzlich emporgehoben und fortgetragen in einen großen Dom voll majestätischer Pracht. Obwohl alle Lichter brannten, wo war doch kein Mensch vorhanden? Im Chore stand ein Bischof in vollem Ornate. Der Engel reichte ihm das heilige Chrisam und nötigte Josef, vor dem Bischof niederzuknien, um die heilige Weihe zu empfangen. Er legte ihm die Hände auf und salbte seine Hände mit dem heiligen Öl, reichte ihm Kelch und Patene und dann verschwand er. Josef war nicht wenig erstaunt, denn die Zeremonie dauerte nur einige Minuten. Nein, das konnte wirklich nicht stimmen. Wer war überhaupt der Bischof? Ist er rechtmäßig vom Papst bestätigt? Hat er überhaupt das Recht zu weihen? Da flüsterte der Führer: Zweifle nicht und beuge dein Haupt in Demut, denn der dich weihte ist kein anderer als der heilige Johannes, der Lieblingsjünger Jesu. Dieser Apostel und Evangelist weihte alle, die gerne Priester werden möchten und es aus irgendeinem Grunde nicht werden können. Vielleicht beim Examen wegen des ungenügenden Wissens und mangelnder Erkenntnisse durchgefallen. Beim heiligen Johannes gilt nur das Examen der Liebe. Mehr braucht es nicht. Der heilige Johannes wurde bekanntlich in einen Kessel
siedenden Öls geworfen, worin er das Martyrium für seinen Meister erleiden sollte. Er wurde aber wunderbar gerettet und kein Haar wurde ihm versenkt. Mit diesem Öl salbt er die Johannesseelen. Er weiht und salbt sie ohne große Zeremonien. Sie wirken in der Stille oft mehr, als wenn sie im Getriebe der Welt ständen. Durch dieses Öl wird ihre Verbitterung in Liebe gewandelt. Denn wie groß ist das Opfer, wenn man Priester werden will und es nicht werden kann, wenn die Gesundheit versagt, wenn die Oberen versagen. Der Berufene wird zum Fremdling in dieser Welt. Ohne das heilige Öl des heiligen Johannes könnte er diese Welt nicht mehr verstehen. Er ist Apostel der Liebe, der Beschützer aller jener, die das Ziel ihrer Sehnsucht nicht erreichen können und doch den Herrn lieben mit allen Fasern ihrer Seele. Und der heilige Johannes liebt es, am großen Fest der Liebe die Seinigen zu salben. Vikar Josef hörte ungläubig zu. Er hatte derartiges noch nie gehört. Er schüttelte sein Haupt und meinte, es stimmt nicht. Es kann nicht stimmen. Wohl hörte ich, dass die Taube das Öl dem Bischof Remigius brachte zur Krönung des Frankenkönigs Chlodwig, aber der Engel jedoch, der seine Gedanken sah und von Jugend an kannte, sagte, und es stimmt doch, schau die Male deiner Hände. Er schaute. Wirklich, das mit heiliger Öl gezeichnete Kreuz leuchtete ganz überirdisch. Nun bist du Priester in Ewigkeit und nichts hindert dich, in dieser hochheiligen Nacht deine erste heilige Messe in einem großen Heiligtum zu lesen. Meine erste heilige Messe. Ich habe immer gehofft, dass an diesem Freudentage alle meine Lieben zugegen sind. Nun soll ich allein meine erste heilige Messe feiern, mitten in der Nacht, mitten in der hochheiligen Nacht, verbesserte der Engel. Es wird dies deine erste heilige Messe sein, die der Himmel für sich verlangt. Bei deiner feierlichen Primiz, da mögen alle zugegen sein, die dir lieb und teuer sind. Deine Eltern und Verwandten, alle, die dir Gutes getan und dich unterstützt haben. Auch ich werde dabei sein mit vielen himmlischen Geistern, die diesen Tag ersehnen. Da schaute Vikar Boser noch einmal auf die leuchtenden Kreuze in seine Hand und sagte, es geschehe nach deinem Worte, ich bin ein Diener des Herrn. Wieder wurde er von seinem Schutzengel in die Höhe gehoben und fortgetragen durch die sternenbesäte heilige Nacht. Nach einer Luftfahrt von wenigen Minuten brachte ihn der blaue Jüngling an ein kleines Haus, das die Länge und Breite des Häuschens von Nazareth hatte. Da selbst öffnete ein ähnlicher Jüngling im wallenden weißen Gewande und führte sie in ein kleines Stüblein, genau 4,5 Meter lang und 3,5 Meter breit. Und der weiße Jüngling sagte, hier ist das große Heiligtum,
wo du die Engelmesse lesen sollst. Zu Freude eines engelgleichen Kranken, der hier im Nebenzimmer in seiner Krankheit liegt. Josef war ein wenig enttäuscht. Also hier ist das große Heiligtum. Das ist freilich kein Vergleich mit dem prachtstrotzenden Dome, in dem ich geweiht wurde. Wo ist denn der Altar? Der Führer wies ihn auf ein Möbel, das mit einem Altartuche bedeckt war. Ist auch ein Altarstein hier? Hier ist der Magnifikatstein und eine Reliquie von der Krippe unseres Gottes, würdig dieser heiligen Nacht. Über den Reliquien der Krippe sollst du deine erste heilige Messe, die Weihnachtsmesse, die Engelsmesse lesen. Ist auch ein Kelch hier und Hostien? Da reichte man ihm einen Kelch, der über und über gefüllt, ja, aufgetürmt mit Hostien war. Wozu so viele Hostien? Für alle, die Kranken in der Welt, die sich in der heiligen Nacht nach ihrem Heiland sehnen. Ist auch ein Messgewand da? Das Schönste auf dem weiten Erdenrund, der Weihnachtsstern, der Zwölfzackige, für einige Stunden der Krippenhöhle von Bethlehem entliehen. Und sie legten ihm den Stern auf seine Schultern und die Strahlen, die von ihm ausgingen, bildeten ein Messgewand voll Licht und Glanz. Nun begann die heilige Handlung, die Engelmesse, von Engeln bedient. Bei der Opferung bis zum Sanctus sah man, wie jedes Mal die Engel den Mund öffneten, eine kleine glühende Flamme ihrer Zunge entquoll, die empor zum Himmel stieg. Bei der Wandlung wurde wirklich das kleine Stüblein in ein großes Heiligtum verwandelt. Die Wände verschwanden, da sie zu eng waren, um den aufzunehmen, den alle Himmel nicht fassen können. Das Heiligtum reichte jetzt, soweit das Auge schaute. Es war ein gewaltiger Rundbau. Dabei war alles, Säulen, Wände und Decke, mit Bildern von Engeln bedeckt. Über den armseligen Altar wölbte sich eine Kuppel, die oben eine runde Öffnung hatte, durch die die Sterne des Himmels hereinfunkelten. Auch diese Kuppel war von Engelsgestalten ausgefüllt. Und man konnte nicht unterscheiden, ob die Bilder gemalt oder gemeißelt waren. An den Wänden waren 1200 und in der Kuppel 660 Engelsgestalten. Jeder hielt ein anderes Symbol in der Hand. Und um jegliches Haupt lag ein leuchtender Ring. Die Gewänder waren in jeder Reihe gleich, wechselten aber neunfach an den Wänden und sechsfach in der Kuppel und boten dem Auge eine unvergessliche Farbenpracht. Das Schauspiel dauerte bis zur Kommunion und erst dann gewahrte man, dass alles, was man als Malerei oder Steinkunst ansah, in Wirklichkeit lebende Wesen waren, die dieses große Heiligtum bildeten. Nun formten sich die Scharen zu einer feierlichen Prozession und der weiße Diener nahm den überfüllten Kelch mit Hostien und trug ihn in die Ferne. Bei dieser Handlung entfiel ihm eine Hostie auf die Erde. Der Vikar seufzte. Ach,
Wie können nur Engel so unvorsichtig sein? Eben wollte er sich bücken, um sie ehrfürchtig aufzuheben, doch es war unnötig. Himmlische Geister hoben sie empor und man hörte die Worte: Dem in den Staub Gefallenen werde die höchste Ehre. Nach dem Segen des Priesters sah der Vikar, wie sich eine zweite Prozession bildete. Noch feierlicher las die erste. Die heilige Hostie wurde von unsichtbaren Händen getragen und der Vikar sah mit seinen Augen, solange er schauen konnte, dem Zuge nach, der über einen großen Strom ging, dann durch weite Wälder und Felder, hohe Berge und Hügel. Und endlich blieb die Hostie über einem Hause stehen, das fast einsam auf einer Wiese stand, ganz außerhalb des Dorfes. Dann verschwand die Hostie im Hause selbst und zugleich fingen alle Ziegel des Daches an zu leuchten. Aus dem Inneren des Hauses klang das Gloria, vieltausendstimmig, wie es schöner nicht hätte im hohen Dome erklingen können. Der Vikar Josef fragte sich, was ist das für ein einsames Haus, in dem solches Weihnachtswunder geschieht in der heiligen Nacht? Da sah er in der Nähe des Hauses einen Bahnhof, an dem groß angeschrieben stand Eichstätten. Und an der Straße sah er einen Wegweiser, der rechts nach Leuchtkirch und links nach Memmingen zeigte. Leuchtkirch, Memmingen, Eichstätten. Diesen Namen will ich mir merken. Eichstätten, Leuchtkirch. Denn dieses Haus möchte ich einmal sehen, im Inneren, um zu hören, welch Geheimnis es bergen mag. Mit diesem Vorsatze wachte der junge Vikar Josef Busert auf und dachte, welch schöner Traum, ob es wirklich ein Eichstätten gibt mit A statt E und ob ein Leutkirch existiert oder ein Memmingen. Alles lauter so komische Namen. Zuletzt schalt sich der Vikar, dass er sich mit derartigen Dingen aufhielt. Er hatte Wichtigeres zu tun, als seinen Träumen nachzugehen. Er stürzte sich in sein Studium und in wenigen Wochen vergaß er seinen schönen Weihnachtstraum. Nachdem er alle Examen glänzend bestanden hatte, wurde er zur Priesterweihe zugelassen und feierte seine erste heilige Messe am 25. März, dem Fest Maria Verkündigung 1896, an einem Mittwoch in der Passionswoche. Da erinnerte er sich das erste Mal wieder an seinen Weihnachtstraum, wo er die Worte Mariens gebrauchte. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin ein Knecht des Herrn. Er wurde geweiht vom Bischof Corum im Hohen Dome zu Trier, wo das Kleid unseres Heilandes aufbewahrt wird. Er las seine erste heilige Messe in der Gnadenkapelle unserer lieben Frau im finsteren Wald in Einsiedeln. Das erzählen uns die heutigen Berichte. Bischof Corum war ein Elsässer und stammte von Colmar, das durch seinen kunstvollen Isenheimer Altar von Grünewald einer besonderen Sehenswürdigkeit bekannt ist. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.